Der Grund dafür ist, dass wir nur zwei kleine Zumindest ist das der Plan. Hallo, geliebte Himmelskinder. Möchtest du allen heute das Wichtige mitteilen? Wir verlassen Eimer. Das war jetzt krass. Aber ja, wir verlassen Eimer. Alles ist gepackt. Ihr seht uns bei unserem letzten Frühstück. Auf dem Boden vor Umzugskartons. Wir haben nichts mehr. Es ist alles weg. Papier, Holz, Teile, alte CDs. Guck mal hier, so ein Ding, da brauchen wir. Oh, der fährt zum Werkstatthof bestimmt. In Wirklichkeit fährt der auch schon mit unserem Müll raus. Im ersten Block sitzen wir an einem schön gedeckten, ästhetisch antiken Esstisch, verscherbelt auf eBay. Meine Switch habe ich verscherbelt. War auch alles ein bisschen anstrengend jetzt. Du armes Kind. Steffi musste Bilder von der Wand nehmen und Nägel rausziehen. Und da sind Steffi und ich immer wieder total unterschiedlich. Steffi beschwert sich über die Arbeit, die es tatsächlich macht. Also diese Handarbeit. Und ich bin tatsächlich irgendwie noch sehr mit emotionaler Arbeit beschäftigt. Also diese Wohnung war halt einfach wirklich unser Zuhause. Und hier ist ganz viel passiert. Ja, aber weißt du, für mich ist Zuhause da, wo du ein Fides bist. Wir besitzen im Grunde keine Möbel mehr. Denn es beginnt jetzt. Das größte Abenteuer unseres Lebens. Ja. Meine Güte, was für eine Aufregung! Aber nicht zu viel gesagt am Anfang. Wir wollen natürlich in Ruhe Tschüss sagen. Und das haben wir auch hier in Eimer gemacht. Wir haben uns schön verabschiedet in einem wirklich schönen Abschlussgottesdienst. Und weil der so schön war, wollen wir euch auch davon was zeigen. Also Steffi hat zwei Jörgs, einen Bürgermeister-Jörg und einen Musiker-Jörg. Und das ist der Jörg, der immer die Musik macht. Ja, ja. Arme Dorfgemeinde zieht. Ja, genau. Heute Morgen, genau, da hat sie gleich gesagt von Anfang an, dass die Predigt, Ellen, die hältst du, sonst geht nichts. So, ja. Und Gebete zum Altar hinweg sprechen ist ja auch noch was anderes, ne, als die Leute angucken und reden. Ja. So, und ich bin da, ich bin ja nicht so emotional drin, ich habe ja nicht 5,5 Jahre gearbeitet wie Steffi, ne? Das war auch nicht meine erste Fahrstelle und so, von daher ist das alles, genau, bei mir fühlt es sich nochmal anders an. Die Gemeinde war nicht so lange mein Lebensmittelpunkt und bei Steffi war es ja das wirklich, es war ja auch, also, ja. Boah, es ist eine Schlange von Flug. Jetzt zieh mich mal um, ne? Aber ist doch toll. Ach, ein Tutorial. Ich will schon gar nicht, dass wir gehen. Na? Wie fühlt es sich an, verheiratet zu sein? Sehr gut. Ich bin noch voll aufgeregt, ich krieg das noch nicht mit. Na, weil. Darum. Ist doch eine Kirche. Ist doch kein Wohnzimmer. Beim nächsten Mal reservieren wir noch Eltern rein oder so. Bist du nervös? Jetzt so ein bisschen, ja. Warte ab, du bist gleich auch nervös. Ich bin nie nervös. Du weißt schon, dass ich deine Frau bin und genau weiß, wann du nervös bist und wann nicht. Und ich trage mein Herz offen, alle Türen ganz weit auf, hab keine Angst, mich zu verbrennen, auch wenn's weh tut, nur was weh tut. Wir tragen unser Herz heute offen. Steffi und ich, alle Türen ganz weit auf. Das bedeutet, dass wir verletzbar sind. Doch es bedeutet auch, dass wir dem vertrauen, der uns Sonne und Wärme und Licht gibt, an jedem Tag. Nur deshalb können wir überhaupt diesen Gottesdienst feiern. Wenn Gott mit uns in dieser Kirche und mit ihnen gehandelt hat, dann wird das nicht aufhören. Gottes Handeln geht weiter, denn sein Handeln ist schon so viel älter, als wir beide es sind. Und deshalb haben wir heute auch Grund zu feiern und nicht nur traurig zu sein. Wir haben Grund, unser Herz weit zu öffnen, weil wir so spüren können, wo Gott wirkt. Und deshalb dürfen wir das Leben auch leicht nehmen. Steffi, auch du, auch heute. Du hast das nämlich in der letzten Zeit fast verlernt. Mit dem Tag heute und mit dem nächsten Lied hoffe ich aber, dass du auch das wieder spürst. Gott handelt. Und wenn Steine auf dem Weg liegen, die dich von deiner Zukunft trennen, wem willst du was beweisen? Spring einfach drüber hinweg. Dies Lied ist für dich. Du stellst alles in Frage, obwohl du so für deine Sache brennst. Auf deinem Weg liegen Steine,
deiner Zukunft trennen. Du kannst das Leben leicht sehen, auch wenn es das nicht ist. Brauchst nur ein bisschen Leichtsinn und du kannst sein, wer du willst. Der Herr segne euren Blick zurück und eure Schritte nach vorn. Er bewahre euch als seine geliebten Himmelskinder. Ihr seid gesegnet und könnt ein Segen sein. Friede sei mit euch. Amen. Liebe Steffi, liebe Ellen, ihr beiden habt uns eine unvergessene Konfirmation bereitet und uns beim Erwachsenwerden geholfen. Ihr habt uns stets bestärkt und uns mit Spaß, Kreativität und jeder Menge coolen Aktionen an die Kirche herangeführt. Für die vergangenen Jahre möchten wir euch und insbesondere dir, Steffi, Danke sagen. Es wie special. Unter anderem der Schlagergottesdienst mit DJ Radke auf dem Zeltfest 2019 in Eimer. T für Thema. Ich glaube, ich kann für alle sprechen, dass ohne Steffi und auch ohne Ellen wir hier gerade alle gar nicht so stehen würden. E wie einzigartig. F wie fordernd. F für fleißig. Auch wenn es nach außen immer nicht so aussagt, heißt. Ich muss es hinnehmen. I, wie immer da. Immer da als gute Freundin. Weil wir natürlich nicht wollen, dass ihr uns jemals vergesst. Es steht ja nachher noch der Laternentyp für euch beide an. Und ich weiß, dass ihr das Laterne gebastelt habt. Diese Laterne soll euch voranbringen. Danke. Oh. Danke, voll süß. Ganz lieben Dank. Das Essen kann gereicht werden und Sie dürfen quatschen ohne Ende. Jörg, deine Bühne. In preparation for the king. Ist das Päckeleck? Ist das Sirup? Ah, ich danke dir. Komm her. Aber toll, dass wir es erleben durften. Schön, dass ihr da wart. Sie sind die Entdeckung der letzten Stunde. Was für eine taffe Tante. Sie hätten ja mal öfter. Sie hätten mir den Weg bereitet. Ja. Aber erst mit Leni hier. Aber trotzdem liebe ich euch. Schön. Das wäre sogar toll. Ich wollte eigentlich auch hier heiraten. Ich bin heute nah am Wasser. Nein, schon den ganzen Tag. Es ist so schön gewesen, das Video zu sehen, dass bei uns in der alten Stube euer neues Leben quasi geboren wurde. Ja. Es war so rührend, weil wir haben so viele schöne Jahre erlebt und so viele Partys dazu. Unsere Verlobung und es war so ein toller Raum und dann wurde jetzt noch ein vieles geboren. So. Für dich bin ich immer da, versprochen. Das sind Kompetenzen, die können nur wir. Ihr müsst natürlich alles toppen. Wunderschön. Ja, allerdings. Ja. Mit eurem Mut habt ihr anderen so viel gegeben. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Du meldest du dich, okay? Party! Ja, wir wecken alle wieder auf. Ja, macht das wirklich. So, tretet dafür ein, wie ihr die Gemeinde haben wollt. So wie ihr sie haben wollt, ist sie dann auch. Weißt du, was ich immer gern gemacht habe? Mit dir gestritten. Weil man wusste, man darf, oder? Ja, ja, das war so schön. Mit dem heutigen Tage zusammen waren es 78 Proben. Wirklich? Die wir zwei geguckt haben. Das sind 78 Stunden. Wie viele Tage sind das? Wie viel? Also es waren 3,25 Tage. Konstant durchgespielt. Wir zwei. Es war nicht immer leicht. Es war nicht immer leicht. Aber es ist Begabung da. Es ist Talent da. Ich muss scheiße üben. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, schenke dir seine Gnade. Schutz und Schirm vor allem Bösen. Stärke und Hilfe zu allem Guten. Amen. Steffi wollte schon immer, dass jemand ein Plakat für sie macht und ihre blöde Frau hat das noch nie getan. Ja, also muss es die Jugend für mich machen. Wir lassen unsere Eimerhörner ziehen. Das ist so süß. Die letzten Tage, nachdem rauskam, dass wir gehen, hatte ich ja auch so ein bisschen Angst, wie reagiert die Gemeinde und sind die jetzt sauer? Und ich glaube, es war klar, dass sie alle einfach, also viele einfach traurig sind. Und das in diesen letzten Tagen mir auch noch immer wieder zu spiegeln, das war echt schön. Ja. Also es ist gar nicht mal so, dass der Gottesdienst das Wichtige war, sondern wirklich die Zeit. Mhm. Und dann auch schön, dass die Bude so voll war, wie an Weihnachten. Das stimmt allerdings. Da hatte ich ein bisschen Angst, weil ich auch keine Werbung gemacht habe so richtig. Also wir haben nur einmal einen Post gemacht und so.
Aber ich dachte, nee, jetzt muss das so von alleine klappen. Aber bevor wir Eime verlassen, und jetzt verlasse ich mich auf Clemi, das ja voll Dramatik ist und so Blitze, gibt es noch zwei Dinge, die zu erledigen sind. Und die erste hat etwas mit der Ahnengalerie in dieser Kirche zu tun. Denn wir reihen uns natürlich ein in eine ehrwürdige Riege von Pastoren in dieser Gemeinde. Guckt sie euch an, wie ehrfurchtsvoll sie daherkommen. All die hier haben vor uns schon in diesem Hause gedient und nun kommt auch unser Foto an diese Ahnengalerie. Ich glaube, an der Stelle sollte man auch einfach nochmal Danke sagen, weil Anders Amen hat hier gestartet und unser Kind ist hier geboren und es war eine wirklich tolle Zeit, 5,5 Jahre. Es war meine erste Stelle und die wurde mir übertragen. Ich konnte nicht aussuchen. Aber ich stehe heute hier an diesem Altar und kann sagen, Gott hat mich hierher gebracht und ich danke ihm dafür, dass ich diese schöne Zeit hatte. Und wir waren genau zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, das können wir sagen. Und es ergibt Sinn, dass man nicht sein Leben lang auf einer Stelle bleibt. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, tatsächlich auch wegzugehen. Klar könnte ich jetzt auch meine Früchte ernten. Ja, aber auf der anderen Seite ist eben jetzt der Zeitpunkt, wo wir das erste Mal in unserem Berufsleben uns Zeit nehmen können, um uns selbst zu überlegen, wo wir denn dann arbeiten wollen als Pastorinnen. Wir werden jetzt im Dezember immer noch mit unseren Eltern Weihnachten feiern, weil Weihnachten ohne Arbeit, das werden wir mal so richtig fett genießen. Also ihr seid unsere Arbeit und ihr bleibt auch weiter in unserer Arbeit. Und bevor wir dann jetzt hier an deinem Altar zu unserer letzten Aufgabe kommen, wollen wir euch natürlich verraten, was dann passiert. Ihr wisst ja schon, dass wir Eime verlassen, dass wir da, wo wir hingehen, keine Möbel brauchen und es aufregend wird. Und der Grund dafür ist, dass wir nur zwei kleine Handgepäckrucksäcke brauchen, weil wir als Familie in Teilzeit-Elternzeit gehen und euch mitnehmen auf unsere Weltreise. Zumindest ist das der Plan. Wir haben ein One-Way-Ticket und mehr wissen wir noch nicht. Und wir nehmen euch mit. Demnächst sind die Bar-Talk-Folgen dann wohl an irgendeiner Strandbar. Keine Ahnung, ob wir das überleben. Keine Ahnung, ob ich es überlebe, nur mit Handgepäck klarzukommen. Aber mal gucken. Auf Januar könnt ihr euch freuen, aber wir hatten gesagt, wir haben zwei Aufgaben. Die erste war das Bild in die Ahnengalerie halten und das zweite heißt jetzt wirklich alles abzugeben, was uns hier noch hält und das ist vor allem auch die Schlüsselgewalt. Dementsprechend werden wir jetzt diesen Schlüssel zur Eimer Kirche hier zurücklassen und damit auch Abschied nehmen von diesem wunderschönen Gebäude. Night.